Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Irgendeine Folge. 172? Kann das sein? Ich glaube ja. Und ja, endlich Level 30. So. Genau, wir haben gerade den Auftrag angenommen. Ach, praktisch. 200.000? 20, 250.000? Eigentlich 250.000 war der andere Auftrag. Ach, das ist 200.000 Euro, Alter. Oh, ist offen. Ach nee, halt, bei der Schranke war es ja nicht, weil die Schranke... Also... Einfach wie der Tatsache, dass die Schranke zu war. Sondern vor allen Dingen... wo muss ich eigentlich denn? Ach, da hinten drin. Sondern vor allen Dingen, weil man die Schranke erstmal... aktivieren musste. Wenn ich überhaupt noch wissen, wovon ich rede. Es wird nichts. Was mache ich hier gerade? Warum ist denn wirklich hier, wo gar kein Toll da uns ist? Was ist das für ein Müll? Jetzt der Abstellbereich. Was machen wir beim Abstellbereich? Drecksladen, Alter. Was glauben die, wer wir sind? Voll die Arschgeigen. So, jetzt muss ich an. Zeit zu gehen. Hier? Ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Was für ein scheiß Kreisverkehr! Wer baut denn sowas hin? Sind alle Gaga! Das ist halt wirklich schon so die Kraft von LKWs, ne?
Ich meine, wir haben jetzt 5 Tonnen mehr geladen. Ha? Ja, genau, 5 Tonnen mehr geladen. Und der LKW sieht immer noch krank an. Fast wie wenn wir nichts dazu geladen hätten, ja. Aber da ist es halt wirklich so, da merkt man halt so, das ist halt so die Stärke von LKWs so. Ich meine, so ein Sportwagen, ja, kann anziehen, wie er möchte. Aber wenn du beim Sportwagen 5 Tonnen dazu packst, dann war's das so. Dann fährt er nicht mal mehr nur noch langsamer an, sondern fährt einfach gar nicht mehr an so. Und ein LKW, der geht einfach hier so ab. Ob da nur noch 5 Tonnen mehr sind oder nicht, ist dem völlig egal so. Ja, ist schon krank. Wie irrelevant das ist. Das Mikrofon. Immer im Weg. Kann ich einfach durchfahren? Leider nicht, weil die LKWs sind. Bitte links halten.
rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach, das Ding ist schon wieder. Ja. Tonnen Leergewicht gerade mal? Also 16 Tonnen. Ich dachte, wären mehr. Ja, schnell. Wir wollen jetzt so schnell Papiere prüfen. Bitte. Jetzt haben wir die schönste Strecke der Welt ab. Das mitten am Tage. Man kann also alles schön sehen. Ich liebe diesen Streckenabschnitt. Von hier bis zu der großen, also inklusive der Maut an der Brücke. Wunderschönes Gebiet hier. So schön grün, so schön abwechslungsreich. Platz da!
Als ob du mich jetzt hier nicht reinlässt. Ja, du willst einen Kampf haben? Du willst einen Kampf haben, mein Lieber? Ha, Kampf gewonnen, Bitch. Was ein Opfer. Selbst der Bus hat ihn abgedrängt. Gut, da lag er schon bewusstlos auf der Straße. Oh, da vorne geht es schon wieder ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Kannst vergessen, was eine Leitplanke ist. Verdammt. Hoffentlich sind bloß Reifenschaden. Aber diese Leitplanken machen mehr kaputt, als sie heile machen. Schweinerei. Ja, die Brücke hier, die da links war, die ist zwar leider, also die ist zwar offen, da ist nicht so komischen Xe, aber da kannst du trotzdem nicht rüber. Bin da einmal, weil ich dachte, weil da keine Xe waren, dass das so eine Geheimstrecke ist, wie diese Streckenabschnitte, die du aufdecken kannst. Aber nee, das ist einfach radikal eine Alpha-Wand. So voll ehrenlos. Macht der da jetzt? Ja, doch, bleib mal schön stehen hier. Was übrigens auch ehrenlos ist, dass die schon wieder zwei Spuren haben und wir nur eine. Hier sogar drei Spuren. Leck mich am Arsch. So, da hinten kommt gleich eine richtig böse Kurve. Die nächste Linkskurve. Die ist richtig böse. Egal von welcher Seite du sie abfährst, diese Kurve, die jetzt hier kommt, die ist super gemein. Weil die halt so schön in der Senke liegt. Egal von welcher Seite du die erreichst, du fliegst raus. Einfach raus. Richtig übel. Diese Brücke, da hätten wir auch ein bisschen anders platzieren können, ne? Dieses Ding, was in die Straße reinragt, da brauchst du ja schon fast ein Höhenschild, weil solche LKWs langfristig nicht zu hoch sind. Sonst reißt sich dann noch ihr Dach ab.
bin zu schnell. So, gleich, ich glaube, gleich überbrücken wir den, überfahren wir den Zug. Also, er fährt unter uns drunter durch. Sehr geil. Wo kommt der Bus daher? Sollst du vielleicht weniger auf den Zug achten, sondern mehr auf die Straße, gell? Die ganze Straße hier dicht. Oh Mann, ey. Ich hatte gedacht, der zieht nach rechts, sobald über bei dem LKW vorbei ist, aber irgendwie war mir das dann auch egal. Oh, da vorne kommt die Maut. Ach, der gerade. Zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Der hat einen Auflieger angebumst. Was ist mit dem los? Oh Mann, Alter, was mache ich hier heute gerade? Da könnt ihr ja keinem Ernst Dings dann, Alter. Wir machen ja nur. Wir wollen nur noch Unfälle hier. Und immer so eine vermeidbaren Unfälle. Warum mache ich gerade meine Windschutzscheibe auf? Runter. Doch ein Zug. Na super. Fragt hat auch schon Schaden. Leck mich doch. Kriegen wir so da nochmal locker 10.000 Abzug. Ja. Schon war's mit den 20.000.
Bitteschön. Das soll es also auch mit der Folge gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ja, bis dann.